CDA 2 mit Hinweisen für Autofahrer. Schneefälle beeinträchtigen nach wie vor den Verkehr erheblich in ganz Nordrhein-Westfalen. Streudienste sind überall im Einsatz. Autobahn A2, A3, Köln Richtung Hannover. Im Augenblick 1 Kilometer zähfließender Verkehr nach einem Unfall zwischen Oberhausen und Oberhausen-Holten. Besonders starker Schneefall auf der A5. Alle reden vom Wetter. An erster Stelle natürlich der Verkehrsfunk. Und nicht zuletzt Journal 3. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nachdem der Winter bislang zumeist in den Berggebieten Einzug gehalten hat, erreichte er heute auch die Niederungen von Rhein und Ruhr. Die Folge: Chaos allenthalben. Sie haben es ja gerade auf den Bildern gesehen. Und in den nächsten Tagen soll es weiter schneien, womit wir auch schon beim Wetterbericht wären. Sie sehen, Journal 3 beginnt heute recht unkonventionell. Also in der kommenden Nacht Abkühlung auf 0 bis minus 2 Grad. Morgen wechselnde, meist jedoch starke Bewölkung mit Schneeschauern. Tagestemperaturen um plus 2 Grad. Im Bergland leichter Dauerfrost zwischen minus 3 und minus 6 Grad. Auffrischender Wind aus Nordwest. Die weiteren Aussichten nasskalt und vereinzelt Schneeschauer. Und nun zu unserem ersten Bericht. Geht er oder geht er nicht nach Brüssel? Die Rede ist natürlich von CDU-Oppositionsführer Kurt Biedenkopf, der heute endgültig das Angebot der Bundesregierung, EG-Kommissar in Brüssel zu werden, beantworten wollte. Selbst Bundeskanzler Helmut Schmidt sehe es ja gerne, wenn der CDU-Politiker den hochdotierten und einflussreichen Posten in Brüssel übernehmen würde. Auf der heutigen CDU-Fraktionssitzung im Landtag sollte jedenfalls die ermüdende Personaldiskussion ein Ende finden.